soll es gerade liegen. Fick dich. Yay. Und hi. Da bin ich wieder. Wieder mit erstmal dem für mich organisatorischen, schnelleren Part. Skets und Lights. Und diesmal zu einem... Meine Hände sind nicht schön dafür, im Video zu sehen. Zumindest nur hin. Und das ist so. Ja, ich piepe an meinen Fingernägeln rum. Ich weiß, das ist nicht gut. Egal. Effekte. und das Effekte ist... Es kann vieles sein. Sei es jetzt zum Beispiel das von... Links ein schöner Lichteinfall, sei es jetzt künstliches Licht oder einfach Sonnenstrahlen, Klatschen rein. Oder, was hier auch vorkommen wird, von Magie kommt Licht. Wobei man da nicht, man muss, egal welcher Lichteinfall, ob jetzt in dem Sinne künstlich von Magie oder warte, hier ist es. Natürlich von Sonne oder Kerze oder so. Jedes Licht hat einen bestimmten Radius, den man einberechnen muss. Aber das geht schon wieder mehr auf die Color-Schiene und ja, das, nein, das kommt dann alles beim nächsten Mal. Oh Gott, das wird so anstrengend, das einzureden. Haben wir dann halt so geführt 500 Sachen immer nach der Audioaufnahme oder vor allen Dingen nach dem Film erst einfallen, dass ich ja darüber reden könnte. Aber vor allen Dingen muss ich sehr, sehr viel dann raffen, weil das wird colortechnisch noch länger dauern als das davor und das waren nur basic oder großartige Effekte. Aber ne, egal. Ich hoffe, es wird was. Ich hoffe, Technik und ich können uns so ein bisschen miteinander identifizieren. Ich hasse Technik. Ja, ich weiß, und dass ich dann YouTube mache, ist ein sehr, sehr gute, sagen wir, Therapie. Wir nennen es Therapie. Ich bin blöd, ich weiß. Ich mache zwar unglaublich gern, weil gerade bei Action-Posen, dass ja eine Arm so hoch ist, aber das ist genauso, wie wenn du die Arme komplett, also so hoch streckst, warum auch immer. Gott, das kann dich so oft so lange ins Knie ficken. Das ist jetzt auch schon wieder so. Es will nicht das machen, was ich mache oder was ich mir wünsche. Es ist böse. Dabei würde das so süß kommen. Arme sind so semi-scheiße. So bestimmte Posen sind einfach richtig kacke. Weil eigentlich habe ich kein Problem. Eigentlich. Ja, passt schon. Ja, so tue ich immer nachrechnen, ob die Proportionen stimmen. Wenn ich halt so ein bisschen zweifle, weil zum Beispiel der Arm gerade echt kurz so. Naja. Geht schon. Geht schon. Ja, ich bin da, was Proportionen, also was allgemein Zeichen belangt, echt. Ich sag jetzt mal für manche zu locker, weil, naja, es ist nur ein Hobby. Und. Deswegen will ich da auch echt jetzt nicht verkrampft dran gehen, wegen, das muss perfekt sein. Das muss mir am Ende gefallen. Mehr will ich gar nicht. Aber das sieht trotzdem merkwürdig aus. Wartet. Mein Alter, einfach so kleine Sachen ficken können, schrägstrich die Zeit robbt. Richtig eklig. Thank you.
dann mal am besten kurze Erklärung zu dem Ganzen hier. Warum ist die Olle so, wie sie ist? Also, eine kurze Idee-Beschreibung zur Illo diesmal. Sie soll mit dieser Hand gerade ihre Waffe beschwören. Ja. Und dabei ist sie aber gerade schon im Kampf und weicht einem Angriff aus. Deswegen auch diese rückhüpfende Bewegung. Ich zeichne die unglaublich gern. Es heißt im Allgemeinen immer, dass wenn beide Schultern hochgezogen sind, dass der Charakter dann bedrückt, angespannt wirkt, aber es ist so mehr im negativen Sinne, sage ich jetzt mal, so in Richtung Angst, Furcht. Aber das muss es nicht immer sein. Ich zeichne echt gerne beide Schultern angezogen, sei es leicht, relativ leicht wie hier oder ein bisschen stärker wie da. Weil es für mich immer so ein bisschen diese Bewegung, die man versucht in der Pose darzustellen, mehr rüberbringt. Es kann sein, dass es fast nur so mir geht oder nur so mir geht. Aber ich finde wirklich immer, das ist so eine schöne, so ein kleiner unterstützendes Detail zu dem Ganzen. Das ist genauso wie, das heißt genauso, wenn beide Füße eingedreht sind, dann wirkt der Charakter auch eher scheu. Aber ich mache auch sehr, sehr gern bei Kampfposen oder auch einfach nur, wenn so ein extrovertierter Charakter dasteht, zum Beispiel auf dem Sheet, dass beide Fußspitzen nach innen zeigen. Aber was dann wirklich am wichtigsten ist, dass entweder beide Beine durchgestreckt sind oder wenn du einen anwinkelst, dass du siehst, der Charakter ist in der Bewegung, weil sonst stimmt's schon, dann kannst du ja leicht so wirken, als wäre derjenige eingeschüchtert. Sind aber beide durchgestreckt, da siehst du schon irgendwo den Elan, sag ich mal. Also zumindest kommt es mir dann immer also eher so vor, als wäre der Charakter offener, voller Power, ein kleiner Springflummi. Und ja. Und hier so gesichtstechnisch zum einen, ich zeichne einfach fast immer die Kopfseite dazu hingewandt. Und zum anderen grinst, also wird sie noch grinsen oder vielleicht sogar kichern, muss ich mal gucken. Weil ich eher sagen würde, es wird ja grinsen. Weil sie sich einfach freut, kämpfen zu können. Kämpfen ist einfach ihr Leben. Ja. Der Charakter ist ein dezentes Easter Egg zu meiner Lieblingsserie. Aber vielleicht kennt es ja jemand. Zur Not, ich schlüpfe das dann im nächsten Teil auf. Und dann kommt wahrscheinlich mein Fangirl zum Mode und dann gibt es ganz viel Schwärmerei. Ich liebe die Serie so abgöttisch. Sie heißt übrigens Yang. Mehr sage ich jetzt nicht mehr dazu. Und sie bekommt eine Sätze. Jetzt reicht's wirklich, weil den. Ja, ich liebe diese Serie so abgöttisch. Ah! Und die neue Season. Ja, dann kommt jetzt halt noch der Rest der Bekleidung, aber so einfach diese kurze Erklärung zu der Pose. Es soll halt in Action sein, so wie immer. Also, ich will sie vor allen Dingen in Action-Combat-Szenen zeichnen, deswegen. Ja, aber jetzt mache ich mal den. Das restliche Design dazu und das werde ich dann einfach nur noch raffen. Versuchen, was im Off einzusprechen, wenn mein Mikro mitspielt, weil beim letzten Video, ich weiß nicht wie, weil es ja schließlich oben ist und ich unten festhalte, aber ich habe irgendwie das Ding einmal zugehalten, dass wirklich nichts gehört. Und das andere Mal hat es irgendwie dann so ein komisches Störgeräusch drin, obwohl das eine Offline-Funktion ist. Ich verstehe das nicht. Bitte, Technik, funktioniere mit mir. Ich gebe doch mein Bestes. Lass die Hassliebe funktionieren. Thank you.
Ups. Sorry. Ja. Also, egal ob Haare, Kleidung oder weiß der Geier was, ich mache mir zuerst immer so groben Wurf, sag ich jetzt mal, wie was fällt. Schon allein, um erstmal so ein Gefühl für die Dynamik zu bekommen. Aber auch, weil ich halt dezent detailliert arbeite und ich weiß, ich würde sonst einfach selbst nicht mal zurechtkommen. Ich weiß, das ist eine ganz besondere Art von Traurigkeit, aber ja, deswegen, wie ich hier zum Beispiel meinte, aber warum, falls sich jemand fragt, warum ist zum Beispiel das Meer schon wieder unten und das wieder so hochgepafft, zum einen, es hat mit der Stofflänge zu tun. Hier habe ich ein bisschen weniger Stoff, dadurch ist es nicht so schwer. Und hier auf der Seite ist noch in dem Sinne mehr Dynamik, die noch mitgeworfen wird. Dass man eben unter anderem durch das hochgeworfene, das hört sich mir gut an, durch das angewinkelte Bein sehen kann, wo eben noch die Energie übertragen wird. Man kann grob sagen, das hier ist die ruhigere Seite und die ist noch so unruhig. Da kommt gerade erst die Bewegung rüber, mehr oder minder. Ich muss sagen, ich schaffe mich selbst so ein bisschen für ihre Haare, weil die sind so ein bisschen wie so ein Trapez. Wartet. Ich muss sagen, solange sie liegen, alles tutti, aber jetzt in Bewegung halt die also fest. Egal. Hier. Ach, schreib. So, das ist die Fresse. Ich bin gerade zuvor ein richtiges Gesicht aufzuzeichnen. Schultern. So. Bonnie, der ist so schräg. Und dann ist hier nochmal ein kleiner Zipfel. Und dann kommt jetzt das so schräg. Und hinten wiederum ist es halt auch so abgestuft. Also das ist jetzt so die ganz stilisierte Form, die ich ihr gedanklich gegeben habe. Und man eben sieht, dass es in der Mitte am längsten ist, aber an den Seiten hier relativ kurz. Und ja, würde man sozusagen den Pony noch mit ausklappen. Alter, das sieht gerade mega schön aus. Würde es so aussehen. Sieht man das? Ja, aber egal, es geht ja gerade nur darum, ums Verstehen. Und sozusagen halt. Dass ich dieses. Es sieht stehend unglaublich schön aus, aber in Bewegung merke ich gerade, wie anstrengend das ist, weil. Und dann habe ich ja noch das leuchtende Unterhaar. Ja, also es wird zwei bis eventuell drei Lichtquellen geben, die ich einarbeiten will. Und ich weiß jetzt schon, das Cutten wird extrem anstrengend, weil ich kann eigentlich nichts beim Zeichnen labern. Und ich finde es immer ganz schön, wenn man zwischendurch mal so Anführungsstrichen Live-Rede hat. Jetzt und dann wieder so eine Off-Stimme, aber ich glaube, ich muss wieder vor allen Dingen auf Off-Stimme umsteigen. Und, egal, weil es wird sehr lange dauern. Ich meine, für ein Bild ohne Effekte brauche ich plus minus 3 Stunden zum Color. Ist jetzt immer auf A4 bezogen, was mein Lieblingsformat ist. Aber mit Effekten wird es natürlich länger, weil man mehr beachten muss. Aber zurück zum Bild. Wie man hier sieht, tue ich zuerst immer. Die allgemein, also alle Sachen in allgemeine, ich sag jetzt mal, in allgemeinen Bewegungswurf, ich weiß gerade echt nicht, wie ich das besser nennen kann, einteilen. Also, wo ich mir selbst jetzt nur grob vorzeichne, wie was fällt. Und dann später im Nachhinein die Details ausarbeite, sei es jetzt Muster zum Beispiel auf der Kleidung oder die ganzen kleinen Details, die ich eingezeichnet habe. Das hört sich merkwürdig an. Sofern ich nichts vergessen habe, noch mal kurz gucken. Ja, nein. Schuhe. Ich habe ihre Schuhe fast vergessen. Oh, verdammt.
Und erstmal ihr Handschuh ist hier. Oh, das. Dann hat sie hier die gekreuzten Bänder zum besseren Halt und dann hier. Und hier dann der eng anliegende. Ach ja, was mir gerade auffällt. Was ich denke mal aufgefallen, dass ich hier mal so nach die Beuge nach unten habe und hier habe ich sie wiederum nach oben. Warum sind beide jetzt zum Beispiel nicht nach unten und nicht nach oben? Das hat mit der wunderschönen Plastizität zu tun. Also ich nenne es so. Ich weiß nicht, ob es einen anderen richtigeren Begriff dafür geht, aber ich nenne es immer so. Weil hier seht ihr, geht die Bewegung nach unten. Dadurch wirkt das Ganze irgendwo lebensechter, wenn du bei der Bewegung auch mitgehst. Also in dem Sinne, dass die Beuge nach unten ist. Hier wird wiederum der Fluffelpuffel am Ende, was auch immer, wird nach oben gehen, weil es in dem Sinne nochmal den Schwung nachpufft und nach oben geht. Auch wenn hier jetzt die ruhigere Seite ist, in dem Sinne hat das jetzt den verspäteten Nachflug. Genauso wie hier von ihrem Schal bzw. Kapuze, aber jetzt immer nur unterwegs, wenn sie umherläuft und noch nicht im Kampf ist. Und hier ist zum Beispiel auch nochmal das Ding. Und da sieht man es sogar dann auch mal von innen, statt wie hier auch nur von außen. Und die Schuhe, die haben keinen Fluffpuff. Und sie hat auch eine personalisierte Leggings an. Also da ist dann auch jetzt nicht mehr so der Faltenwurf. Der Faltenwurf kommt vor allen Dingen von ihrem Rock hier, wobei es bis hier eng anliegend ist, mit Bändern ein bisschen befestigt und durch ihren Mantel. Aber ja, deswegen könnte man trotzdem ihre Schlüppi sehen, wenn sie eine anhat. Nein, keine Ahnung. Ja, ist so schlecht. Aber wer den kann machen, unten würde man das natürlich aussehen, aber eigentlich während der Bewegung siehst du es nicht wirklich, weil es bis ungefähr hier abgebunden ist und sagen, ein kräftiger Stoß von unten kommt, fliegt es nicht weit genug hoch, um die Aussicht zu genießen. So, ich wechsle jetzt mal die Ansicht. Nein! Böse. Du lagst doch richtig. So. Ja, okay, jetzt klappt. Ich weiß ja nicht, wie es bei euch aussieht, aber ich weiß, manche haben es lieber, wenn du die ganze Zeit so von oben siehst, aber ich finde es ehrlich gesagt auf Dauer so ein bisschen langweilig. Deswegen habe ich dann halt immer wieder diese verzerrte Perspektive und ich tue selbst halt auch unglaublich gern mit. Ich mag persönlich lieber die Fotos mit verzerrter Perspektive, also wo die Kamera so bewusst schief gehalten wird. Zum einen, weil du erkennst das nicht genau und hast dann später noch beim fertigen Bild so einen kleinen Aha-Effekt. Und es macht für mich einfach die Fotos um einiges interessanter, als wenn ich da jetzt immer nur von oben sehe. Es ist für mich auf Dauer langweilig. Ich habe es zwar auch immer so, dass wenn ich Speedpaints habe oder Laber-Videos nebenbei, dass ich da auch zeichne, aber es ist trotzdem so ein bisschen. Ich gucke dann nur noch seltener hin und das ist so ein bisschen schade für die Arbeit, die dahinter steht. Ich meine, falls ihr mal versucht habt, Videos ordentlich darzustellen, es ist. Technik ist, oh mein Gott, es ist für mich so der Krampf schlechthin. Aber ich versuche mein Bestes. Genug gelabert, sonst wird das Video zu lang. Das Color-Video wird lang genug. Ich befürchte, es wird eine Dreiviertelstunde, ehrlich gesagt. Also, wenn ich eine halbe Stunde hinkriege, bin ich echt stolz auf mich. Aber ich glaube eher, es wird eine Dreiviertelstunde. Sorry. Aber es kommt dann wirklich auch erst in 2 Wochen. Ich hoffe, ich schaffe es in 2 Wochen. Na. Egal, tun wir mal wieder ein bisschen raffen, sonst wird das zu lang.
mal die. Oh, warte. Ja, Bommel. Sie hat ein Dutt hier. Jetzt. Damit wäre ihre Skizze fertig. Ja. Ihr Outfit ist vor allen Dingen durch die ganzen Muster detailliert. Weniger durch den Schnitt. Ja, da habe ich schon schlimmere Schnitte. Aber ja. Ihr seht, dass da überall irgend so ein Strich, sei es jetzt wie hier zum Beispiel nur zwei gerade oder bei ihrem Oberteil diese Musterung. Ich glaube, bei ihren Dings hatte ich auch noch was drauf. Wartet mal. Ja, stimmt. Ich wusste es. Hier war auch noch was an der Seite. Ja, das war so. Ich habe vor allen Dingen halt durch den Aufdruck die ganzen Details raufgeholt, weil hätte ich noch mehr Kleidungselemente zugehauen, wäre es echt zu viel gewesen, selbst für mich. Also muss ich jetzt aufpassen, dass ich an die ganzen Musterungen dann beim Collern und gleich beim Leinen denke. So, hier ist. Und hier kommt dann nochmal Galaxy-Muster dran und auf dem Arm. Und ansonsten habe ich alles. Ja, und sie hat dann noch Sommersprossen im Gesicht und ihre Heiligenscheine. Die vergesse ich immer. Egal. Ja, also hier war der angesprochene Effekt, dass die ihre Sense gerade beschwört, ihre Waffe. Warum genau, kann ich ja dann gleich beim Leinen einsprechen, weil ansonsten wird es, wie gesagt, zeittechnisch nicht so viel, aber ich hoffe, man sieht, wie ich es mir denke. Naja, wir hören uns gleich weiter. Gefühlt 5 Stunden habe ich jetzt auch mal fertig. Ah, bei mir ist erst zu spät wieder so beim Leinen aufgefallen, dass ich hier was übersehen habe, beziehungsweise falsch nachgeleint. Und da fehlt was. Schwupp. Und. Schwupp. Ja, ich weiß, für Stangen nimmt man eigentlich ein Ding. Ich bin zu voll, es ranzunehmen. Und ich verleine mich irgendwie nur noch mehr, wenn ich immer mit Lineal versuche. Keine Ahnung, total behindert. Egal. So, jetzt ist noch Kappa drauf. Wie man hier sieht, ist er eigentlich um die Kugel.
so diese Metallgewindung, die dann zur Stange führt. Aber ich habe aus Versehen beim Leihen das Sichelkreuz irgendwas über das Ding gemacht. Das ist ja eigentlich unter dem Ding. Und ich habe ihre Sense so scheiße selten bisher gezeichnet. Ich muss die echt mal öfter machen, damit ich da reinkomme. Aber naja. Hier sieht man dann auch, wie sie gerade eigentlich geformt wird, erst von ihrer Magie. Weil in der Kugel hat sie von einem sehr talentierten Schmied einen Teil ihrer Magie einarbeiten lassen, sodass sie eben die Waffe verschwinden und auftauchen lassen kann. Und dabei formt sie sich halt aus ihrer Magie dem Rauch. Und ja, würde sagen, das reicht erstmal. Ich werde sehr viel Spaß haben. So, noch ein paar Nahaufnahmen. Ui. Okay. Ja, Ladekabel. Ich hoffe, ihr seid gespannt auf die Color. Das Ganze war nicht zu langweilig. Euch haben die Sachen interessiert und eventuell sogar geholfen. Ich habe es jedenfalls versucht, so gut es mein Sprachvermögen es zulässt, zu erklären. Und noch ein kleines Abschluss, bevor ich gleich ausmache. Ihr könnt Bewegung immer als Welle sehen, sage ich mal. Aber guck mal, hier ist so ein kleiner Aufschwung, dann geht es wieder runter und dann. Puh. Aber halt, wie gesagt, das hier nicht, weil der Mantel ist lang und relativ schwer. Dadurch sagt er dann eher ab, in Anführungsstrichen. Aber ansonsten ist es vielleicht ganz hilfreich, wenn man die Bewegung als Welle betrachtet und versucht, je nachdem, ob man sich von rechts nach links, nach vorne nach hinten und so weiter bewegt, diese Bewegung fortzuführen. Weil wenn du zum Beispiel jetzt, also wenn ich jetzt nur die Haare so geschwungen gezeichnet hätte, dafür alles andere so ziemlich runterhängt, da wird da nichts rüberkommen. Das sagt dein Gehirn, irgendwas stimmt nicht. Also seid da einfach mal mutig und probiert rum, wie die Sachen sich schlagen in Bewegung, und Übung macht den Meister. Genug gelabert. Das Video ist echt dafür, dass es nur Skizzen und Lines sind, erstaunlich lang. Ja, das sind Copic-Multiliner, die klappen bei mir am besten. Ich habe mir auch mal einen von diesen Nachfülldingern geholt, den ich gerade so spontan nicht zu greifen bekomme. Komm schon. Ist das der? Nein. Ist das ein Color? Nee. Okay, ich finde den gerade so spontan nicht. Wie ist doch da gar nicht drin, ey? Na egal. Ich habe mir auch mal die höherwertigen, einen der höherwertigen gekauft, wo du diese Mine nachfüllen kannst und die auch aus Plastik sind und dadurch ein bisschen stabiler. Aber ich habe einen Tag lang die Scheiße trocknen lassen. Wischst den nächsten Tag weg, schmiert alles extrem. Also für mich ist der gestorben. Daher bleibe ich bei denen. Ich meine, ja, du kommst mit den Nachfüllern bei den Minen über die Zeit hinweg billiger weg, aber die halten ja auch ein paar Monate und dann die 3 Euro oder wenn du mehrere holst, 9, 12, überlebt man. Weil ich glaube, die kosten jetzt ein bisschen mehr. Ich war doch erst vorletzte Woche. Aber keine Ahnung, es hat genug gekostet. Auf jeden Fall, das war's. Danke fürs Zusehen. Ich versuche mein Bestes, wirklich in 2 Wochen dann die Kornhaut zu bringen. Habt doch einen schönen Tag, lasst euch nicht stressen und denkt dran, ihr seid Menschen, ihr dürft Fehler machen. Macht euch nicht zu viel Stress, insbesondere wenn es nur euer Hobby ist. Noch einen schönen Tag. Ich werde mich jetzt weiter mit der Technik rumplanen. Wir sehen uns.